Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Dieser Gesetzentwurf ist ein großer Schritt für diese Koalition und ein ganz kleiner Schritt, ein Trippelschritt für den Klimaschutz. Man fragt sich, weshalb man für ein derart unambitioniertes Gesetz drei Jahre braucht. Weil was legt das Gesetz fest? Erstens, das Gesetz beschäftigt sich damit, festzulegen, was die Definition für CO2-Emissionen sind. Das wird im Gesetz festgeschrieben. Ich weiß nicht, ob man dazu ein langes Mitzeichnungsverfahren gebraucht hat. Ich komme da gleich drauf. Der zweite wesentliche Inhalt ist, dass im Gesetz festgehalten wird, was die Klimaziele des Landes Berlin sind bis zum Jahre 2050. Das gesetzlich festzuschreiben ist nicht verkehrt, ist in Ordnung. Und das zweite große Ding ist die Selbstverpflichtung der öffentlichen Hand. Auch das kann man machen, ist okay. Es stellt sich allerdings die Frage, weshalb es für eine Selbstverpflichtung der öffentlichen Hand eines Gesetzes bedarf. Weil was hat, da hat der Kollege Schäfer recht, was hat den Senat, was hat die Koalition bislang daran gehindert, das, was in dieser Selbstverpflichtung der öffentlichen Hand formuliert ist, schon längst in die Tat umzusetzen? Weshalb gibt es keinen Sanierungsfahrplan für die öffentlichen Gebäude mit dem Ziel der energetischen Sanierung und der Energieeffizienz? Das ist ein Thema, das hätten Sie längst angehen können. Und dazu brauche ich kein Gesetz. Also wenn sich ein Senat drei Jahre lang damit beschäftigt, einen derartig dünnen Gesetzentwurf zu entwickeln und den Verwaltungen abzustimmen, ich weiß nicht, wer da alles im Mitzeichnungsverfahren noch irgendwelche Einwände gehabt hat und was diskutieren wollte, dass man dafür drei Jahre braucht, und dann feststellt, dass man ein Rahmengesetz macht, wo das, was die eigentliche Arbeit angeht, gesagt wird, das fangen wir jetzt an. Ich finde, das ist völlig unambitioniert und das bleibt weit hinter den Anforderungen zurück. Das spricht nicht dagegen, all das zu beschließen, was Sie hier drin formuliert haben. Aber das sagt gleichzeitig, nichts davon, was Sie hätten tun können, haben Sie bisher getan. Und es bleibt hinter den Anforderungen weiter zurück. Weil, lieber Herr Melzer, ich weiß doch, dass Sie da sind. Ich wollte Sie nur direkt ansprechen, weil Sie mir vorhin so nett zugerufen haben. Die bisherigen Gesetzentwürfe in der letzten und in der vorletzten Legislaturperiode sind alle nicht zur Verabschiedung gekommen im Parlament, nicht ins Parlament oder nicht verabschiedet worden. Weil in diesen Gesetzen man sich der Aufgabe gestellt hat oder versucht hat, der Aufgabe zu stellen, verbindliche Ziele festzulegen und auch Verpflichtungen festzulegen, die auch für andere Sektoren und nicht nur für die öffentliche Hand liegen. Das ist schwierig zugegebenermaßen, aber Sie haben sich in dieser Legislaturperiode dieser Aufgabe gar nicht mehr gestellt, sondern dieses Thema verlagert auf Rechtsverordnungen oder einen späteren Zeitraum und haben sich dieser Aufgabe gar nicht mehr gestellt. So sage ich, das ist völlig unambitioniert. Ich weiß aus den vergangenen beiden Legislaturperioden, wie schwierig das ist. Der Kollege Buchholz nickt. Aber ich finde, an diesem Thema müssen wir weiterarbeiten, weil mit freiwilligen Selbstverpflichtungen der Privaten, sei es privater Haushalte, sei es privater Unternehmen und der reinen Fortschreibung von Klimaschutzvereinbarungen, werden wir die Klimaziele nicht erreichen. Und deshalb sage ich, das ist ein erster kleiner Schritt. Dann werden wir aber noch über weitere Schritte diskutieren müssen und vor allen Dingen müssen weitere Schritte ergriffen werden müssen. Lassen Sie mich noch einen Punkt ansprechen. Ich finde, wir müssen auch darüber reden, ob die jeweiligen Energie- und Klimaschutzprogramme, die hier in jeder Legislaturperiode verabschiedet werden sollen, ob dieses nicht auch Parlamentsbeschlüsse werden sollten. Weil ich finde, und das haben wir auch in der Enquetekommission diskutiert,
dass die Frage Energiewende und Klimaschutz ein generationenübergreifendes und auch fraktionsübergreifendes Thema ist. Und deshalb wird es zentral sein, dafür einen möglichst breiten Konsens über die Parteien herzustellen. Deshalb werden wir das versuchen, auch in der Ausschussberatung noch mal zu diskutieren und anzuregen, dass man das Ganze auf breitere Füße stellt, unabhängig davon, welche Regierung gerade in welcher Legislaturperiode regiert.